herzlich willkommen, da sind wir wieder. Heute mit Tango und mit ein paar Wischervarianten. So, die einfachsten erstmal. Es gibt ja noch Videos, wo es ein bisschen komplizierter oder heftiger wird, aber auch schön. Aber in diesem Video einfache Wischervarianten für euch. So, dein Wischer, Wischer. Ups. Bill. Beim Wischer ist es entscheidend, dass wir, wenn man Vorwärtswischer tanzen, zuallererst mal einen Ticken nach links drehen, um dann auf den Seitwärtsschritt wieder nach rechts zu drehen, dann spürt die Dame die Führung auch. Das heißt, wir haben Wischer angedreht nach links, rechts rumgedreht und dann kreuzt die Dame auch nach hinten. Und dann machen wir erstmal ab, Schluss, Wischer. Zeige ich mal nochmal von der anderen Seite, dann sieht man das auch deutlich mit der Dreherei. Das wird dann Wischer, Seit, Kreuzen und ab, Schluss, Schritt. So, und wenn wir jetzt den Wischer verlängern auf die andere Seite, dann haben wir Doppelwischer. Dann sieht es so aus, Wischer nach rechts, Wischer nach links, Wischer nach rechts und dann ab, Schluss, Schritt. Das ist die Verlängerung. Jetzt kann man Wischer natürlich auch rückwärts tanzen. Dazu beginnen wir ein Stückchen weiter vorne. Jetzt dreht die ganze Bewegung komplett rechts rum. Das heißt, schon auf dem ersten Rückwärtsschritt, denkt an die Sichel, dreht es rechts rum. 1, 2, 3 und dann auch hier ab, Schluss, Schritt. Es ist zum Führen deutlich leichter, weil ich keine Hin- und Herbewegung habe, sondern alles kontinuierlich rechts rum. Und auch das kann man natürlich verlängern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3 und ab, Schluss, Schritt. Und dann hätten wir Wischer vorwärts und rückwärts mit Verlängerung. So, auch hier wieder ein kurzes Video für euch. Seid fleißig am Üben. Wenn ihr keine Tango-Musik habt oder sowas, meldet euch einfach bei uns, weil es ist ja nicht so, dass das jeden Tag im Radio läuft. Ja, wir schicken euch was. Genau, da haben wir bestimmt was für euch.